Das ist ja der Wahnsinn. Meine lieben Freunde, man kann im Aviarium eine Tour bauen. Na, jetzt werde ich ja ein bisschen wuschig, ne? Das ist ja mal ein bisschen geil. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Jurassic World Evolution 2. Im Herausforderungsmodus Deutschland auf dem Schwierigkeitsgrad schwer haben wir beim letzten Mal nicht nur diesen wunderschönen Camarasaurus in den Park entlassen. Nein, wir haben Krankheiten bekämpft und ich sehe gerade, wir haben schon wieder ein Problem mit Gesundheit. Wer ist denn jetzt schon wieder kaputt? Hier, niedrige Gesundheit. Was ist mit dem los? Hat er irgendein Leiden? Keine Leiden entdeckt. Hä? Oder hängt irgendwie fest? Guckt mal, der kann sich nicht mehr bewegen. Okay, warte, den müssen wir mal betäuben, glaube ich. Mit dem stimmt, glaube ich, irgendwas nicht. Der hängt da irgendwie im Baum fest. Der Dimorphodon hängt im Baum fest. Genau, wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Jurassic World Evolution 2 reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne mal in die Playlist rein, die ist immer am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt oder am Ende. Und ihr könnt natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das hier lustig findet, wenn Dinosaurier einfach in der Luft hängen. Ja, das ist wohl wieder mal so ein kleines Wegfindungsproblem, was wir hier gerade am Start haben. Da müssen wir den einfach nur nochmal neu absetzen, würde ich jetzt mal vermuten. Versperrt, was? Ich kann den gar nicht rausnehmen irgendwie. Ich kann da gar nichts machen. Warum? Der ist da anscheinend nicht erreichbar da hinten. Warte mal. Was ist denn, wenn wir den Wald hier mal noch ein bisschen wegmachen? Aber dann sind die wieder unzufrieden, glaube ich. Deine Parkbewertung und der Profit haben sich verbessert, jawohl. Ich kann den da gar nicht rausholen. Warte mal, dann verkaufe ich den jetzt einfach. Hier, dann verkaufen wir den. Ha. Andere Lösung sehe ich jetzt nicht. Was? Wähle einen Auftrag. Sorge für gesunde Saurier. Nee, ich verbessere lieber mein Einkommen. Sie machen da weiter, wo ich aufhöre. Ich habe meinen Teil geleistet, als ich Ihnen das neue Ziel erklärt habe. Ja, ja, Cabot. Sind Sie dran. Ist okay, Cabot. Er ist total kaputt. Wir sind in der Paleobranche. Die Leute wollen aber nichts von dem wirtschaftlichen Aspekt hören, der für uns so wichtig ist. So viel zum Thema Überleben der am besten Angepassten. So sind sie, die Leute, genau. Wollen immer nichts von der Wirtschaft hören, aber wollen alle arbeiten. So ist das. Deswegen machen wir jetzt mal gleich Forschung. Und da würde ich doch mal sagen, wir erforschen jetzt mal schon Wassertiere. Hatten wir jetzt die Lagune eigentlich schon erforscht? Ja, die Lagune hatten wir schon erforscht. Brauchen wir da eigentlich noch irgendwie einen Aussichtspunkt oder irgendwie sowas. Warte mal. Ja, da brauchen wir, glaube ich, noch den Lagunenaussichtspunkt hier. Aber da müssen wir die Brutstätte noch bauen. Da brauchen wir auch erstmal Wasserdinos. Und ich glaube, die haben wir nicht standardmäßig. Die müssen wir erst freischalten. Das heißt, hier, wir machen jetzt mal sowas wie den da mit dem langen Hals. Hier, das ist, glaube ich, der Moser? Ne, Tylosaurus. Hier hinten ist der Moser, genau. Tylosaurus. Die wir noch nicht hatten, machen wir jetzt mal hier. So, dann nehmen wir natürlich die schnelle Forschung, die billige Forschung. Schnell und billig. Ach, guck mal, wir können entweder nur billig oder schnell. Dann nehmen wir jetzt einfach... Was fehlt da noch? Okay, da fehlt Genetik und wohl... Ne, nur Genetik fehlt. Wie viel fehlt denn da? Haben wir überhaupt... Können wir das überhaupt machen? Ne, warte mal, nimm mal die raus, nimm sie mit dazu und ihn. Das geht auch nicht? Was? Hä, aber wir brauchen doch 12 Genetik. Ah ja, stimmt. Nee, das passt nicht tatsächlich. Können wir noch Punkte vergeben? Moment mal ganz kurz, warte mal. Wer hat denn... Hier, mit ihr geht... Mit Wilkins geht das, genau. Nee, genau, mit Wilkins. Wilkins muss mitmachen, dann klappt das. Wie teuer war das jetzt? Ich hab gar keine Übersicht mehr. Egal. Ich mach mal Fotos. Ich glaube, wenn ich Fotos mache... Warte... Wenn ich Fotos mache, kann ich, glaube ich, das Einkommen noch ein bisschen steigern. Weil die Fotos werden, glaube ich, aufs Einkommen angerechnet tatsächlich. Wenn mich nicht alles täuscht. Oh, oh ja, und wir müssen da hinten noch so eine Ranger-Station bauen für die Camarasaurier, dass die da... Uah.
Wie hat er den nächsten Sprung da hinten jetzt gemacht? Herrlich. So gut. Warte. Ist drauf. Frisst Pflanzen. Jawohl. 50.000 kann man mal machen. Hier, da brauchen wir noch so eine Stadionsstation. Mach it. Schön da in, immer mitten in die Mitte rein. Genau. Und dann kriegst du die Aufgabe. Warte mal. Nee, du kriegst hier die Aufgabe. Hier, der hat nämlich nur eine Aufgabe bis jetzt. Dann kriegt er hier die Aufgabe auch noch. Na? Ja, müsste eigentlich passen. So, warte. Du fährst da ja gerade rum. Gleich mal hier noch Foto machen. Produkt wird transportiert. Dino-Foto. Dino-Foto. Ah, die Morphodon. Ja, gut. Forschung abgeschlossen. Jawohl. Meeresreptilien. Sauber. Ist schon durch? Krass, ging ja schnell. Ja, war ja auch beschleunigte Forschung, ne? So, warte. Hier mal noch Foto machen. Jawohl, Foto. 100.000. Guck mal, das wird, glaube ich, aufgerechnet auch. Auf den Ertrag. Jawohl, das hat's. Scheint, als wären wir zu einem Einverständnis gekommen. Sie wissen, dass Sie diese Ziele erfüllen müssen. Ah. Und ich weiß, dass Sie diese Ziele erfüllen müssen. Win-win-Situation. Das ist ein kleiner Tipp, wenn ihr diese Einkommensgrenzen erreichen müsst und euch fehlen irgendwie nur so 100.000 oder so. Einfach ein paar Fotos machen, dann wird das aufgerechnet aufs Einkommen. Und dann, ja, dann könnt ihr das ganz schnell abhaken. Was? Wer hat einen Nicht-Diagnos? Oh Gott, schon wieder so ein Epidemie-Szenario hier. Ma, bada, baba. Hört auf, euch gegenseitig anzustecken. Abstand halten, wenn ihr krank seid. Nicht kuscheln, wenn ihr krank seid. Hört auf. Das steckt doch die anderen alle an. Ich glaube, es sackt. Nun fahr halt rein, meine Güte. Wie schwer kann es sein? Mach es. Los. So, wer, was ist das? Was für eine Krankheit ist das? Was ist das? Die Erkältung. Ja, da können wir nichts machen. Erkältung kann nicht geheilt werden. Da müssen wir warten und hoffen, dass es sich nicht krass verbreitet. Und wenn sie Gesundheit verlieren, müssen wir so hochheilen lassen. Geht leider nicht anders. So müssen wir das machen. So, genau. Jetzt bauen wir schon mal so eine Lagune, würde ich sagen. Hier, wir können ja die Lagunenbrutstätte jetzt bauen. Ich mache die Lagune jetzt hier unten hin. Schön an deutschen Strand hier, an Ostseestrand. Machen wir mal hier diese Wasserstellen mal weg. Dann kann ich da besser bauen. Oh nein, ein Sturm. Okay, streich den Plan. Ich muss mich wieder um andere Sachen kümmern. Alle Schutzräume öffnen. Oder? Ja, Sturmwarnung. Gleich direkt schon am Geräusch erkannt. Das war so klar. Genau, gleich erstmal hier Leute retten. Evakuieren. Brauchen wir eigentlich noch Schutzräume irgendwo? Stimmt, ich wollte auch noch eine Monorail bauen, ne? Fällt mir mal so ein gerade. Struktur beschädigt. Der Sturm hat doch nicht mal richtig angefangen und schon ist die erste Struktur beschädigt. Gleich mal rüberfahren und reparieren, würde ich sagen. Was ist denn das? Der Laden da. Du kannst auch eine Gyrosphäre durch das Aviarium bauen. Echt? Oh, das ist ein geiler Hinweis. Dankeschön. Das wusste ich noch gar nicht, dass das geht. Ja, das sind so diese Kleinigkeiten, an die man nicht denkt. Die aber eigentlich irgendwie auch auf der Hand liegen. Was? Zaundefekt? Wo ist ein Zaundefekt? An welcher Stelle? Ja, nun, wende halt, mein Gott. Los. Mann, die Jeeps fahren sich echt furchtbar, wenn Sturm ist. Sag's euch. Reppen, reppen, alles reppen. Nee, das habe ich doch gerade eben erst repariert. Wow. Aus mit. Tor reparieren. Schnell. Na nun. Ah, kriegt die Kurve einfach nicht, ne? Bei dem Wetter, ey. Kranke Saurier, Sturm. Wir sind wieder in Jurassic World Evolution 2 unterwegs. Es ist wieder so weit. Habt ihr es auch so vermisst wie ich? So, hier jetzt. Komm, reparier das jetzt. Ich glaube, da hinten ist noch was an der Struktur kaputt. Kann das sein? Ich muss das ganze Aviarium reparieren. Schnell, bevor sie ausbrechen. Ach, Kacke. Ah.
Müssen auf die andere Seite fahren, sonst kommen wir da nicht ran. Oh. Abbrems. Okay, der Sturm ist vorbei. Jetzt gucke ich aber erstmal, dass ich das alles hier jetzt repariere. Ah, hier ist der Zaun kaputt, wa? Ach du meine Güte, ja. Aber sowas schon. Ja, mach ihn dicht, genau. Da hinten ist auch noch was kaputt. Machen wir das mal schnell ganz hier alles. Damit er hier, genau, damit wenn ich jetzt die Gäste rauslasse, er mich keine Anwaltskosten hier bezahlen muss. Der Sturm legt sich langsam, ja toll. Sind die alle nur an Erkältungen erkrankt hier? Ja, sind sie, okay. Aber sind alle noch relativ gesund. Uff, die haben gar nicht so viel Geld verloren jetzt gerade. Interessant. So, jetzt bauen wir das Dings. Das Lagunenbecken. Haha, das war ein erkälteter Saurus. Habt ihr das gehört? Erkältosaurus. Der hat sich gerade die Nase geschneuzt. Herrlich. So, machen wir hier den Radius schön groß. Ich will jetzt nämlich hier erstmal für ebene Verhältnisse sorgen. Wir machen mal hier jetzt eine Steilküste draus. Ist ja nicht so teuer, weil ist es schon auf Maximum? Ja, es ist schon auf Maximum. Dass wir das alles so ein bisschen auf die gleiche Ebene ziehen hier, damit da nicht zu viel Berg und Tal ist, weil sonst, wir brauchen ja eine relativ große Fläche für das Dings. Wie nennt man es? Becken. Deswegen, da kann man mal ein bisschen was aufschütten hier, ne? Kostet zwar jetzt ein bisschen was, aber wir haben ja ein bisschen Geld. Ist jetzt nicht so, als wenn wir kein Geld haben. So, sehr schön. Ich glaube, das muss auch ein bisschen größer werden, tatsächlich. Genau, so. Wunder, nice. Und hier machen wir mal eine Glättung. Damit die Wege nicht so steil sind. Damit die nicht so wie so eine... Damit die nicht da abstürzen immer, die Jeeps und so, die Fahrzeuge. Genau. So, dann machen wir das. Gelege mit Gehege. Gehege, Gelege. Da kommen wir nicht rein. Außerhalb des bebaubaren Bärreichs. Machen wir mal so. Dann die Lagunenbrutstätte mal so hier so hin. So an den Rand da. Und dann noch den Beobachtungsbereich. Ah, den haben wir noch nicht. Genau, stimmt. So, da brauchen wir jetzt natürlich auch noch eine Straße. Nicht wahr? Stimmt, und wir wollten auch noch eine Dings bauen. Eine Monorail wollten wir noch bauen. Fällt mir mal so ein. Genau, machen wir das mal da lang so, da so und da so. Mein Gott, es ist schon, ey, es gibt's nicht. Die absolute Epidemie hier, ey. Ach, Strom braucht man ja noch. Ja. Niedrige Gesundheit. Ja, das ist leider immer dann der Haken an der Sache. Jetzt haben wir da Strom. Okay, wir müssen die heilen, sonst hilft alles nichts. Sonst sterben die uns weg. Wer ist noch krank hier? Die hier. Alle heilen, die meckern. Genau, wir haben 2,8 Sterne Bewertung, 6,4 Millionen. Da müssen wir mal jetzt hier noch eine Expedition starten, wa? Damit wir mal die Wasserdinos jetzt bekommen, die wir haben wollen. Jetzt muss ich mal schauen. Elasmosaurus ist das dann. Plesiosaurus. Ja, wir holen uns Elasmosaurus. Ich muss mal gucken, gibt es den noch woanders? Oder ist das da der einzige Node? Es sieht aus, als wäre es der einzige Node. Okay, dann fliegen wir da mal hin. Schnellere Extraktion. Oder wir brauchen 10, brauchen wir. Dann macht doch mal... Ja, mach du mal mit noch. Sicher, dass da nicht noch irgendwo eine Elasmosaurus-Ausgrabung ist. Mutaburasaurus. Gallimimus. Kreitensaurus. Plesiosaurus. Dimorphodon. Ne, ist scheinbar echt die einzige hier. Ah, ist die einzige. Ja, dann wird das schwierig, weil da ist ja noch Pteranodon mit dabei. Müssen wir mal gucken, wie ergiebig das dann ist. So unterm Strich. Weg nicht verbunden. Was? Ach so.
Hä? Ah ja, haben wir noch nicht angebunden, wa? Habe ich wohl noch nicht gemacht. Nee, warte halt. Mach das, zieh das mal so durch. Und dann mach hier den Weg rüber. Genau. Forschung verfügbar. Beobachtungsgalerie Meeresreptilien. Das machen wir mal gleich. Was? Ich wäre nicht hier, wenn ich nicht wüsste, wie man Arbeit an andere verteilt. So mache ich es auch mit diesem Ziel. Viel Spaß damit. Erstelle eine neue Parktour. Ja, das ist eine gute Idee. Mir wurde ja gerade noch gesagt, ich kann... Der Park soll unseren Gästen ein zweites Zuhause werden. Ein sehr lautes Zuhause mit geschlossenen Türen. Aber Sie verstehen, was ich meine, ja? ja, genau. Das wurde mir ja gerade noch gesagt. Ich kann auch... oh, ich kann das gar nicht erforschen, sehe ich gerade. Müssen wir mal warten, bis die anderen Forscher wieder da sind, ob ich das mit denen dann kann. Ich kann ja auch eine Tour durchs Aviarium durchlegen, wurde gerade gesagt. Dann machen wir doch hier noch eine zweite Tour einfach, die durchs Camarasaurus-Gehege und durchs Aviarium durchgeht. Aber da müssen wir mal schauen, kommen wir überhaupt an den Wegen vorbei? Warte mal. Sonst muss ich hier hinten die Wege nochmal löschen. Mein unbedingt hier hinten brauchen wir ja nicht unbedingt Wege eigentlich. Weil dann können wir nämlich dann hier die Tour rausmachen und dann da rein. Warte mal. Wie schaut's denn, wenn wir das dann einfach mal hier hinbauen? Attraktionen. Gyrostation, genau. Mach das mal so. Bisschen näher an den Shop noch ran. Und dann machen wir das jetzt einfach mal hier lang. Dann da lang. Kommt man da jetzt da versperrt durch breiter Weg? Okay. Da müssen wir da... Warte mal, dann mach den breiten Weg da mal weg noch. Und dann... Ah, guck mal, tatsächlich. Das geht ja wirklich. Das ist ja der Wahnsinn. Meine lieben Freunde. Man kann im Aviarium eine Tour bauen. Na, jetzt werde ich ja ein bisschen wuschig, ne? Das ist ja mal ein bisschen geil. Da kann man ja wirklich überall... Jetzt wäre natürlich die spannende Frage, kann man auch unter Wasser eine Tour bauen? Das wäre natürlich jetzt ultra. So eine U-Boot-Tour. Das Ziel war praktisch erledigt, sobald sie an Bord gekommen sind. Mhm. Wir sind ein unschlagbares Duo, wenn ich das so sagen darf. Fühlen die sich jetzt noch wohl? Was ist denn da los? Drohne klebt da einfach an der Decke. Ach du meine Güte, ey, guckt euch das mal an. Tja, wir haben wohl mal wieder eine Erkältungswelle in Deutschland. Guckt euch das mal an, ey, voll die Epidemie. Oh mein Gott, okay. Haben wir jetzt schon Fossilien bekommen? Nee, haben wir noch nicht. Müssen wir kurz noch warten. Unter Wasser geht nicht, nur Aviarium und über Wege, okay. Das wäre irgendwie cool, wenn die Gyrosphäre auch noch unter Wasser funktionieren würde. Das wäre geil, oder? Wenn die dann auf so einen Lift drauf fährt und dann nach unten gefahren wird, ins Becken rein und dann da so durchfahren kann. Oder wenn die am besten noch besser, wenn die dann so durchschwimmen könnte noch. Wenn die so einen kleinen Antrieb hätte noch, mit dem sie so durchschwimmen könnte. Da wird einfach dann außen, wird dann so ein Antrieb dran montiert an so einer Plattform. Dann wird das so zum U-Boot, dann kann sie da reinfahren. Das wäre doch mega. Das wäre doch richtig geil. Ja, niedrige Gesundheit. Was soll ich machen hier? Ich kann es nicht ändern. Es müsste mal eine Heilung gegen Erkältung geben, irgendwie. Erkältungsheilung. Kann mal einer bei BioNTech anrufen und mal bitte das mal in Auftrag geben. Das wäre mal sehr nett. Was nicht ist, kann noch kommen. Das kommt dann in Jurassic World Evolution 3. Ja, wahrscheinlich. Das fragt man sich eh, wenn noch ein dritter Teil rauskommt, was dann da eigentlich noch gemacht werden könnte, ne? Weil so an sich ist, ich meine, das hier ist ja eigentlich schon mega umfangreich. Und es sind ja auch schon viele Sachen, die sich auch wiederholen im Vergleich zum ersten. Vielleicht, dass man ja dann vielleicht wirklich auch eigene Gebäude zusammenbauen kann, so wie bei Planet Zoo. Das ist ja das, was ich eigentlich irgendwie nochmal mir wünschen würde, dass man nochmal ein bisschen ein Bausystem noch kriegt, wo du auch mal eigene Sachen gestalten kannst, eigene Gebäude und so. Dass es noch ein bisschen individueller wird einfach. Ja, dass man halt nicht diese Fertigbauten halt mal platziert die ganze Zeit. Glastunnel am Boden der Lagune. Genau, sowas zum Beispiel wäre ja auch cool. Noch mehr Elemente, die man in die Gehege auch bauen kann für die Besucher. Und solche Sachen. Vielleicht auch so ein
so Attraktionen wie Futterstellen, dass die Besucher die kleinen Pflanzenfresser vielleicht füttern können. Oder wie man im ersten Teil gesehen hat, so eine Streichelzoo-Anlage, wo die dann so Jungtiere streicheln können, die Besucher. Das wäre auch cool. Da gibt es bestimmt auch ganz viele Möglichkeiten. Und man fragt sich natürlich dann auch, kommen dann auch noch mal DLCs für das Spiel, wo dann solche Sachen vielleicht sogar auch wieder drin sind, ne? Das ist ja dann wieder die nächste Frage, die sich daran anschließt. Reiten und fliegen, genau. Auf Sauriern reiten und fliegen. Das ist, ja gut, fliegen. Aber reiten könnte ich mir gut vorstellen. Fliegen vielleicht eher nicht so. Das wird wahrscheinlich eher sehr gefährlich sein. Ich sagen wir es mal so, im deutschen Jurassic Park könnte ich mir nicht vorstellen, dass es eine Attraktion gibt, wo du auf Dinosauriern fliegen kannst. Also, keine Versicherung würde das auch übernehmen. Mal davon abgesehen. So, wir haben Fossilien bekommen. Bitte Elasmosaurus. Jawohl. Mehr Elasmosaurus. Den wollen wir hier richtig durchrödeln jetzt. Und dann packen wir den mal hier jetzt in die Timeline. So, und dann nehmen wir natürlich die schnellere Extraktionsfrau. Die kann das direkt machen. Und dann schauen wir mal noch wegen der Forschung für das Lagunendings. Können wir das jetzt machen? Haben wir da jetzt das Personal dafür? Also, oder anders gesagt, können das jetzt diejenigen machen, die hier das schnell und billig machen? Nee, uns fehlt echt immer nur ein Forschungspunkt, ey. Ein Logistikpunkt fehlt uns. Können wir noch irgendwen nochmal trainieren, irgendwie? Ihn hier. Aber das nützt uns nichts. Der hat null Logistik. Warte, dann lasse ich ihn hier schon mal ausruhen jetzt. Aber ich trainiere ihn trotzdem. Mal, guck mal, ich gebe dem schon mal Wohlbefinden auf 6. Dann kann der nämlich die ganzen Behandlungen locker durchführen. Und dann gebe ich ihm noch Genetik, weil dann kann er auch an den Ausbrütungsaktionen noch besser teilnehmen. So, und dann brauchen wir am besten noch mal... Oder genau, wir gucken noch mal, ob wir noch einen weiteren Node hier freischalten können. Hier, ermöglicht die Ausbildung von Wissenschaftlern, gewährt den Wissenschaftlern 4 Trainingspunkte. Oh Gott, das kostet 5 Millionen. Personal beschäftigt. Da müssen wir, glaube ich, alle Wissenschaftler drauf ansetzen, die wir haben, auf dieses Ziel. Die Anwälte kommen aufs Klo. Ja. Für die Sitzung. Für die Futtersitzung dann. Ich muss mal gucken. Können wir noch irgendwie, irgendwo was optimieren hier eigentlich? Ach schön, Monorail war ja, genau. Oh Mann, man kommt zu nix hier. Weißt du, ich sag die ganze Zeit immer schon, ich brauche eine Monorail, ich brauche eine Monorail. Aber ich komme einfach partout nicht dazu, eine Monorail zu bauen. Das ist doch alles, kommen wir, passt hier überhaupt noch hin? Warte mal, was ist das hier nochmal? Ein kleiner Getränkeladen. Die müssen wir, glaube ich, mal wegmachen, sonst kann ich die Monorail da nicht hinbauen. Da habe ich schon Platz gelassen. Da habe ich schon extra Platz gelassen hier vorne. Und das reicht trotzdem noch nicht. Wahrscheinlich ist das ja auch noch im Weg, das Personal. Aber das kann ich nie abreißen. Ah! Immer diese Sackgassen. Diese furchtbaren. Ja, nun reiß es halt ab, los. Beeil dich. Die ist aber auch riesig, die Station, ey. Komm schon, du willst es doch auch. Verdammte Scheiße, es geht nicht. Verdammt nochmal! Warte mal, können wir das Personalzentrum umtopfen irgendwie? Das muss da weg an der Stelle. Nein, das kann ich nicht umtopfen. Was passiert, wenn ich das lösche? Sind dann meine Wissenschaftler weg? Ach, warte, verschieben. Ja, oh Gott sei Dank, das geht. Dann mache ich das jetzt hier mit hin. Gott sei Dank, das geht. Sonst wären die wahrscheinlich weg gewesen, wenn ich das jetzt abgerissen hätte. Sind doch alle noch da, oder? Na ja, guck mal gleich mal. Guck mal gleich mal, wenn wir die... Wir müssen die Monorail bauen. Da führt kein Weg dran vorbei, die wird gebraucht. Ohne wird das hier nichts. Hoffentlich passt da die Straße dann noch hin. So, genau, warte, dann mache ich hier schon mal Stationen. Auf jeden Fall hier unten werden wir eine brauchen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Und dann machen wir hier noch eine hin. Hier so in die Mitte. Da ist ja genug Platz jetzt. So, mal gucken. Ja, machen wir das so.
Dann können wir den Weg dann nämlich noch nach links und rechts ziehen, so ein bisschen. Warte. So. Und dann verbinden wir das jetzt einfach hier so. Hubschrauber muss frei bleiben. Den dürfen wir nicht zubauen. Genau, und dann einmal hier vorne, einmal rum, einmal da lang und einmal da lang und einmal da lang und dann da rein. Jawohl. Jetzt müssen wir noch die Wege verbinden und dann haben wir das. Der Wahnsinn. Dann haben wir immerhin dann auch schon mal wieder ein bisschen eine bessere Transportbewertung. Jetzt muss ich nur noch mal gucken, ob ich da jetzt diesen Getränkeladen, den ich da jetzt weggemacht habe, ob ich den jetzt wieder irgendwie ersetzen muss durch irgendwie einen neuen Getränkeladen oder so. Warte mal, wahrscheinlich sinkt sonst die Bewertung, wenn wir das nicht machen. Oh ja, guck mal, da fehlt er jetzt natürlich. Oh, ah, der passt da sogar noch hin. Ich werde ja wahnsinnig. Ich werde ja irre. Dann machen wir den jetzt dahin noch. So, da brauchen wir, genau, Milchkaffees, da nehmen wir jetzt hier das, Ingwerbier wieder und dann ein Aquarium und dann am besten noch einen Fischtank, genau. Obwohl, warte mal, nee, mach mal nicht immer mal einen Springbrunnen, ein bisschen abwechseln, nicht immer nur aquatische Sachen, sondern auch ein paar andere Sachen noch rein. Und da ist der Getränkeladen auch wieder am Start. Wie sieht's denn eigentlich mit Essen und Trinken aus da vorne am Zipfel? Was? Weg nicht verbunden? Ach so, ja, bei der, ja, stimmt. Hier war ja noch die andere Station, die brauchen wir auch noch. Die muss ja auch verbunden sein, ganz vergessen. Können wir das schräg machen? So. Aber so. Und dann, warte, hier noch an der Seite raus. Und dann dahin, genau. Jawohl. Die meisten haben keine Ahnung, was mit der Pflege von Sauriern einhergeht. Sehen Sie sich das aktuelle Ziel an und Sie wissen, was ich meine. Versorge deine Gäste. Mittelgroße Einrichtung einkaufen. Arbeiten wir an großen Dingen, arbeiten wir an uns selbst. Ha. Wenn das nicht inspirierend ist. Und originell. Der Cabot Finch. So, haben wir jetzt eine höhere Bewertung fürs Transportings? Müsste jetzt eigentlich sich in einer höheren Transport... Was? Wir haben eine niedrigere? Wie kann das sein? Achso, weil die noch nicht fertig ist, wa? Die Strecke müssen sie noch fertig bauen, dann zählt's erst. Ach ja, warte, wir wollten noch die, einen Aussichtspunkt für die Dings machen. Und vielleicht nochmal, genau. Nee, Moment, halt. Eins nach dem anderen. Erstmal den Aussichtspunkt erforschen. Müssen wir jetzt mal gucken. Er muss doch irgendeinen Forscher geben, den wir da jetzt noch mit drauf ansetzen können. Warte mal, dann machen wir es jetzt wieder so billig, schnell und dann noch jemanden, der das noch ergänzen kann. Es ist echt so ärgerlich, ey. Der billige Forschungsforscher hat echt einen Logistikpunkt zu wenig, ey. Das gibt's einfach nicht. Wir müssen den hier mit dazu nehmen. 1,4 Millionen, ist jetzt egal. Müssen wir jetzt in den sauren Apfel beißen, dass es halt mal ein bisschen teurer ist. Immerhin kostet es nicht 2 Millionen. So, und dann gleich wieder zum... Was? Personal beschäftigt? Oh Gott, das können wir auch nicht machen. Krass. Das ist ja alles ganz schön krass, ey, wie teuer das jetzt ist und wie lang das teilweise auch dauert. Ja, nun baut mal da die Monorail hier fertig. Das gibt's doch gar nicht. Wie lange dauert denn das hier? So lange, wie das hier dauert mit der Strecke, da, so lange ist halt die Transportbewertung auch noch schlecht. Gibt's doch gar nicht. Wir haben fast 3 Sterne übrigens. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Wie viel Spielzeit haben wir eigentlich jetzt schon verbraucht? 3 Stunden und 21 Minuten. Ja, es dauert doch ein bisschen länger in Deutschland auf jeden Fall. Bis man da die Bewertung von den Tieren und so hochgezogen hat, dass das dann passt. Wir sollten hier vielleicht auch noch mehr Dinosaurier in das Gehege bringen. Das wäre vielleicht noch eine Idee. Können wir denn noch eine billigere Ausgrabung machen, zufällig irgendwo? Wie sieht's denn aus, wenn wir uns holen, zum Beispiel... Wer ist denn hier am teuersten? Wir müssen mal danach gehen, welche Ausgrabungen am teuersten sind. Nasoceratops ist nicht so geil, glaube ich, weil die Ausgrabung ist zu billig. Pteranodon wäre natürlich eine Idee, aber das ist ja ein Flugsaurier schon wieder. Was hat man hier noch? War hier nicht noch Mutaburasaurus oder so? Das kostet nur 90. Was haben wir hier noch? Crichtonsaurus. 1,4 Millionen? Das ist mal eine Ansage, würde ich mal sagen. Und was ist hier? Plesiosaurus, Polarcanthus. Aber den haben wir schon. Den Polarcanthus. Dann holen wir uns jetzt noch den Crichtonsaurus. Würde ich sagen. Ja, warte mal, nicht die billigere, obwohl. Ja, doch.
Den billigeren Forschungsmann schickt man da jetzt mit hin. Wie lange dauert denn das? Alter, 7 Minuten dauert das. Ja, ich glaube, der erhöht die Attraktivität recht stark. Weil alles, was so ein bisschen teurer ist an Expeditionen, bedeutet quasi, dass die Dinosaurier, die man da ausgräbt und die man dann in seinen Park damit holt, dass die ein bisschen höherwertiger noch sind und dass die Attraktivität des Parks umso höher steigern, sozusagen. Genau, und wenn dann die Forschung durch ist hier, wie viel haben wir eigentlich schon vom Elasmosaurus jetzt eigentlich? Können wir mal nachgucken. 57%, okay. Ja, da fehlt noch ein bisschen was. Da müssen wir noch ein bisschen mehr machen. Hast du denn eine Genehmigung für die Monorail? Ja, jetzt habe ich eine. Guck mal, sie fährt jetzt. Und, haben wir die Bewertung jetzt nach oben gekriegt? 100% Transportbewertung. Yes, und wir haben das Lagunendings jetzt am Start. So, sauber, wunderbar, so. Das bedeutet, ja, wir können jetzt leider nicht noch eine Expedition starten. Die ist jetzt schon unterwegs und dauert jetzt natürlich ein bisschen. Das war jetzt natürlich wieder ein bisschen doof. Hätte ich vielleicht wieder warten sollen. Können wir denn noch Fossilien durchnehmen? Okay, dann analysiere ich jetzt noch die Fossilien, die hier sind. Ach verdammt, das geht ja nicht. Stimmt, wir haben ja die schnellere Extraktionsfrau nicht am Start. Ja, aber gut, das dauert ja dann. Dann kann er das hier machen, komm. Der Generalissimo kann das machen. Und dann gleich mal hier wieder Wissenschaftler in den Ruhestand schicken. Hier, den Spaß hier, der kann mal ausruhen, genau. Und dann gucken wir mal. Oh, es ist, glaube ich, gleich wieder ein Sturm, wa? Können wir noch was erforschen, irgendwas? Irgend vielleicht hier... Hier sowas. Den, was ist das? Ist es Chronosaurus? Ja, es ist Chronosaurus. Wie teuer ist das? 500.000. Ach, ja. Warte mal, was haben wir denn noch an großen Pflanzenfressern zufällig? Hier, Sauropod. Was ist denn das? Diplodocus. Lass mal den Diplodocus erforschen. Billigere Forschung, schnellere Forschung und gib ihm. Ich glaube, Diplodocus ist noch eine coole Ergänzung. Der erhöht, glaube ich, auch die Attraktivität ganz gut. Wir haben 3 Sterne. Hier. Wir haben 3. Sehr nice. Und 5,6 Millionen. Warte, ich mache noch mal Fotos jetzt. Ist anscheinend doch kein Sturm. Ist nur schweres Wetter. Aber da hinten ist noch was kaputt. Guckt mal. Da ist doch irgendwo was beerschädigt. Da ist auch noch was beerschädigt. Was ist denn hier los? Wieso sind so viele Beerschädigungen da noch? Ich finde das auch lustig, wie man da immer nie informiert wird. Dass da was beschädigt ist. Das wird einfach akzeptiert. Das wird einfach hingenommen, dass hier die Toilette kaputt ist. Keine Gästebeschwerden deswegen. Das ist auch cool. Warum kriechen hier nur den Amagaramasaurus rein? Warte mal, ich muss mal hier nochmal nach vorne fahren. Die sind alle hier gerade woanders. Muss er dahin fotografieren. Bah, warum ist hier so... Warum sieht man hier nichts? Bah, oh Gott. Jetzt knipsografieren, schnell. Jawohl, so wollen wir das haben hier. Einfach mal reinhalten. Apatosaurus, jawohl. Sehr schön. Dann fahren wir mal hier lang. Und machen noch von der Dings hier, von der... Vom Aviarium machen wir noch Foto. Tapejara, jawohl, 89.000. Da haben wir schon über 6 Millionen jetzt. Ja, das ist schon wichtig. Fotos machen. Fotos machen ist so wichtig. Aus dem Weg. Da hinten sind noch Fotografen. Wie war das, Kamerasaurus? Einmal knipsografieren. Jawohl, 24. Sehr schön. Fossilienextraktion abgeschlossen. So, was war das jetzt? Das war jetzt der Pteranodon. Aber der ist noch nicht lebensfähig, oder? Oder war der schon lebensfähig? Nee, ist noch nicht lebensfähig. Schade. Da wäre halt mal spannend zu wissen, ob der noch hier reinpasst. Oder ob der das nicht so cool findet, wenn man... Aber eigentlich im Film waren die doch auch alle in einem Aviarium, die Flugsaurier. Da war doch der Pteranodon, das Dimorphodon und die anderen, die waren doch alle in einem. Meine ich jetzt, dass das so war. Dann dürfte das gar kein Problem sein, dann müsste ich das ja eigentlich auch können. Würde ich jetzt mal behaupten. So, hier ist jetzt immer noch die... Kreitensaurus-Expedition unterwegs. Weißt du was, ich gucke jetzt nochmal, ob ich das vielleicht noch ein bisschen größer bauen kann. Versperrt durch Gyrosphärentor. Ach, schade.
Wegen dem Gyrosphären-Dings kann ich das jetzt nicht vergrößern. Ah doch, hier nach hinten kann ich es noch vergrößern. Dann machen wir es hier hin halt noch größer. Machen wir noch ein Segment dran und dann gucken wir mal, ob wir da den Pteranodon noch reinpacken können. Spielbär macht Fotos, rette sich wer kann. Warum hast du da einen doppelten Zaun? Wo habe ich einen doppelten Zaun? Ach ja, da, stimmt. Ich wollte das noch größer machen, das Gehege hier eigentlich. Jetzt stellt es mir wieder ein. Ich wollte das hier vergrößern. Ich weiß gar nicht mehr, warum wollte ich das eigentlich machen? Ich glaube, es ging darum, denen hier noch ein bisschen Wald zu verschaffen. Oder genau, dass die noch ein bisschen mehr Nahrung kriegen, warte. Irgendwie sowas in der Art war es. Irgendwas in der Richtung. Ich wollte das Wohlbefinden von denen auf 100% kriegen, genau. Weil Dinos, die sich nicht wohlfühlen, finden die Gäste nicht gut. So, jetzt müssen wir mal schauen. Yuliangze-Formation. Ich mache jetzt mal hier ein bisschen die Beschleunigung an. Weil das dauert sonst ganz schön lange wieder. Und wir können ja mal in der Zeit noch mal schauen. Haben wir keinen anderen Saurier, den wir jetzt noch irgendwie synthetisieren können? Alter, wir haben 7,4 Millionen. Wir wissen nicht, was wir mit dem Geld anfangen können. Weil wir einfach keine Dinosaurier machen können gerade. So, jetzt Yangtze-Formation. Dann lassen wir die schnelle Extraktionsfrau das jetzt doch noch mal schnell extrahieren alles. Crichtonsaurus, genau. Und da ist er auch schon wieder voll. Schnellere Extraktionsfrau, die macht das jetzt einfach mal schnell. Vielleicht ist der ja dann schon auf 100, müssen wir mal gucken. Und dann lassen wir hier nochmal eine Expedition zum Elasmosaurus fliegen. Hoffentlich kann das jetzt wer machen. Die beiden können das machen, da machen die das jetzt. Kostet auch 960. Und dauert auch 6 Minuten. Sehr schön. Sogar 3, aber für die letzte brauchtest du 5 Sterne auf Isla Pena. Ach ja, stimmt. Ah, die Penna-Insel, genau, ich erinnere mich. Ach, die kleine Insel. Es war diese kleine Mini-Insel, wo das so anstrengend war zu bauen. Die Aufträge wurden aktualisiert. Versorge deine Gäste. Ach so, ja, stimmt. Ich muss ja eine mittelgroße Einrichtung bauen. Haha, hab ich ganz vergessen. Moment. Guck mal, wir brauchen hier hinten noch... Für Merch brauchen wir noch eine Anlage. Können wir die hier so ein bisschen noch so... Zufällig so damit so dazwischen so... Geht doch bestimmt. Versperrt durch Gyrosphärentor. Was? Ach ja, stimmt, da ist ja ein Gyro... Stimmt, da ist ja die Gyrosphäre. Und hier passt es auch nicht hin. Ist hier denn schon noch ein Merch-Store? Ja, hier ist ja schon einer. Eigentlich bräuchten wir da eine große Anlage mittlerweile. Na, warte mal, dann macht da vorne noch eine hin. Schade, hier passt so auch nicht hin. Da passt so auch nicht hin. Da passt so auch nicht hin. Meine Güte nochmal, ey. Es ist einfach ein Wahnsinn. Passt sie da hin? Ja, da passt sie hin. Da baue ich sie jetzt hin. Es geht ja nur darum, dass wir die mal kurz gebaut haben und dann ist es ja schon wieder gut. Wir müssen da jetzt ja keine Wissenschaft draus machen. Dann können wir sie ja auch wieder abreißen, wenn sie nicht gewinnorientiert arbeitet. Ach, die lassen wir da einfach jetzt stehen, guck mal. Was, schon wieder nicht diagnostiziert? Ah. Sie haben den Job erledigt. Jawohl. Und zwar gut, da haben sie es. Reicht das nicht? Wie reicht das nicht? Das fragt er mich. Die wollen doch immer was von mir haben. Das ist auch lustig. Oh nein, wir haben eine Epidemie bei den Flugsauriern schon wieder. Aber so eine richtige, guckt euch mal an, wie schnell sich das verbreitet hier. Das ist ja unfassbar. Hoffentlich haben wir da das Mittel dagegen. Können wir eigentlich die Extraktionsfrau... ausruhen lassen? Ja, das sollten wir mal machen, sonst macht die uns hier noch Sabotage. Und gleich kriegen wir ja wieder Zeug. Was ist denn hier jetzt nicht in Ordnung mit denen? Krankheit ausgebrochen. Kolibakterien. Oh, oh, ist das wieder was, was wir nicht kennen? Ja, es ist wieder etwas, das wir nicht kennen. Dann Kolibakterien. Was? Desinfiziere eine mit Kolibakterien infizierte... Was? Wer ist infiziert? Wie soll ich denn das machen, wenn ich keine habe, die infiziert ist? Desinfiziere eine mit... Hä? Aber wie... Eine von zwei. Ja, wo?
Es ist ja keine infiziert. Wie soll ich denn das machen, wenn ich das nicht machen kann? LOL. Oder ist hier hinten irgendwo noch eine? Nee, der hat mir noch keine Futterstation gebaut im Dings. Das ist ja jetzt eine ganz, ganz fiese Falle hier, die sie mir jetzt hier stellen. Wie soll ich das denn machen? Guck mal, die ist ja hier nicht infiziert. Dann sterben die jetzt. Ich kann die dann nicht heilen. Das ist ja bescheuert. Das ist ja richtig bescheuert. Wie soll man denn das lösen? Oder kann ich da irgendwie bei den Dinos was machen? Ich kann die halt nicht heilen. Ich kann das Heilmittel halt nicht erforschen, wenn ich nicht vorher eine Futterstation, die infiziert ist, desinfiziere. Da müssen wir mal gucken, wie sich das jetzt entwickelt. Zur Not muss ich sie verkaufen. Ich weiß gar nicht, ob ich kranke Tiere überhaupt verkaufen kann. Das kommt auch noch dazu. Kann sein, dass ich die gar nicht verkaufen kann dann. Und an dieser Stelle endet diese Folge Jurassic World Evolution 2. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die komplette Playlist rein oder auch in die anderen Videos, die an dieser Stelle verlinkt sind. Ihr könnt das Spiel auch gerne kaufen im Epic Store mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE. Da wird es für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und das ist eine sehr schöne Unterstützung. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Und dann sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und bis dann, ciao, ciao.